Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Super Mario, wollte ich schon sagen, nein, zu Navy's hier ist The Video Game to the Serie, ja halt, egal. Wir sind ja immer noch bei Episode 1, Checkpoint. Ah, okay, gut. Fängt ja richtig gut an. Wir haben schon 73% des Levels erreicht. Am 9.11.2012, 14.26 Uhr habe ich gespeichert und wir werden jetzt einfach weiterspielen. Mal gucken, was uns erwartet, da ja das Let's Play blind ist. Ha, blind. Wir sind in dem Waffenladen, da war ja was. Und wir waren Siva. Search the place. Talk to the rest of the team. See if they need help. Yes, Gibbs. Tony, where did the police sergeant go? Handed the case over to us and got back on his pony. There was a pony at the crime scene? It's an expression, Ziva. It means he... Ah, never mind. Round up all the guns from our dead guys over there, then bag and tag the stray brass. I know the procedure, Tony. Okay, sie kennt die Vorgehensweise, also was machen wir jetzt als erstes? Wir gehen eindrinken gehen. Ich wollte gerade sagen. Okay, machen... Oh, die Waffe sieht eigentlich sehr detailgetreu aus. Kann man eigentlich sagen. Naja, gut. Diese Maschinenpistole wurde am Tatort auf dem Deep Coast River Range gefunden. Eine Analyse wird benötigt. Tolle MP5. Müssen wir jetzt von jedem kleinen Hülse da eine Dings machen? Nein, anscheinend nicht. Aber wir machen mal ein Foto von der guten Leiche. Could you be so kind as to help me take photos of these recently departed souls? Time to take photos. I will start with this victim. Please don't forget. I need photos of all the... Ja, ja, du brauchst Fotos, natürlich. Weil ich zwar nicht unbedingt verstehe. Kate Ramon ist verstorben. Sie wurde erschossen. Ach, das ist eine Frau. Gut, das, da muss man mir recht geben, dass man das nicht auf einmal so sieht. Noch eine. Naja, es nennt sich nicht Pistole, es nennt sich irgendwie Maschinengewehr. Oh, Maschinenpistole. Diese Maschinenpistole wohl... Ach, kennen wir schon. Gut, ich sollte eigentlich die Patronenhülsen irgendwie fotografieren oder so ähnlich. Habe ich hier irgendwas zu klicken? 19%, wow. Na gut, gucken wir mal die Leiche an. Ducky, ich mache ein Foto davon. Wenn du ein Problem hast, sag es. Ich verstehe mal das Filme klicken nicht wirklich. James Finn, verstorben. Er wurde erschossen. Nein, ich dachte, er sei an einem Herzinfarkt gestorben. Okay. Ducky, dich brauche ich gerade nicht ansprechen, weil... Ich gehe an die Kasse. Ich gehe mal ein bisschen ausplündern. Das Safe kann ich auch mal ausplündern. Yay. Ach, hier ist noch eine Leiche. Na toll. Machen wir mal von der Lernregister, Kasse, ein Foto. Die Gegenstände lassen sie es so aussehen, als ob der Deep Coast River Range ausgeraubt wurde, aber irgendwas stimmt nicht. Na wie, wurde doch nicht ausgeraubt? Na was meinst du denn? Ich denke, na gut, wir machen vom Safe erstmal ein Foto. Nein, sag bloß, es ist ein Safe. Okay, wenn ich zu schnell bin, ist es nicht gut. Ah, okay, jetzt verstehst du. Okay, So, knackt man ein Safe. Los, Leute. Na, mach. Jetzt. So macht man ein Foto. Müssen wir uns merken. Das sind die Dokumente, die mit denen der Überfall auf Lucky Card Casino geplant wurde. Nein! Wie können sie nur? Mein Gott. Ich kann da sogar in einem anderen Zimmer gehen. Ey, die Leiche sieht doch toll aus. Bitte lächeln. Louis Silver verstorben. Er wurde erschossen. Nein, das ist kein Bluten so. Das sieht nicht erschossen aus. Er ist quick lebendig. Kann ich denn hier was machen? Hier ist Blut. Nein, das sieht nicht nach Blut aus. Ich meinte, ich habe ja eben schon erwähnt, dass es da nach Blut aussieht. Aber ja. Eine Blutspur führt vom Büro ins Hauptzimmer des Deep Coast River Range.
Die Spur endet bei der Leiche von Louis Silver. Ich könnte doch hier irgendwas machen. Ah. Sammeln Sie Beweise des versuchten Diebstahls. Ich könnte doch jetzt schon. Is that blood? Ach so. Er weiß, ob das Blut ist. Ich glaube mal eher nicht. Oh. Ich glaube, ich bin zu weit draußen gelaufen. Blutflecken. Es sind Blutflecken auf dem Stuhl. Aber keine Leiche, die dazu passen würde. Ja, das weiß sie jetzt schon. Es wäre alles am Fotografieren gewesen. Okay. Wer ist denn da? Wer ist denn das? Gibt's, ne? Aber ich wusste es. Danke, kann ich dir irgendwie helfen? Ich nehme an, nicht, ne? Ziva, how nice of you to come and see me. I was just in the process of measuring the liver temperatures of our deceased friends here. Preliminary estimates indicate all three of them were alive not more than 15 minutes before you arrived on the scene. Did you search the body, Stephen? Was there anything of note on the shooter's bodies that might give us a clue as to what the shooting was about? The first man I examined was carrying a cell phone. Perhaps the others have them as well. Ich würde schätzen, da ich jetzt die Leichen durchsuchen soll, ob die ein Handy mit dabei hatten. What's that? I should take a photo. Würde ich das nicht immer machen? Achso. Bargeld, davon muss ich Foto machen. Habe ich ja nicht genug. Diese Gegenstände lassen sie es so aussehen, als ob der Diebe... Ach, so kennen wir schon. Ziel erreicht. Was ich am Weg tun? Kann ich irgendwas klicken? Ne, mit Ducky sprechen? Nein. Kann ich ja noch ein bisschen rumgehen? Hey, Tony. Sag mal, kann ich mit dir reden? Hit them all. Got it. Hold your cows. I am working on it. Was machst du da? Ich meine, ich habe doch angeblich... Ach, da ist was. Ich darf jetzt bestimmt auch knacken. Yay, ich darf wieder knacken. Knack jetzt mal. Gut, jetzt haben wir's. Was haben wir denn da drin? Das sieht aus wie ein Spionage-Set mit ein bisschen Sprengstoff und Feldstecher und Raubhilfsmittel, genau. Diese Gegenstände passen zum Profil der Ausrüstung, die bei dem Raub im Lucky Card Casino eingesetzt wurde. Ach, hier, es gibt... Ja, was klotzt du da die ganze... Ach, da sind Schüsse. Klotzt du da die ganze Zeit hin? Ah, ich glaube, ich muss sogar Einschusslöcher irgendwie wieder fotografieren. Mache ich doch gerne. Immer wieder gerne. Räusper. Geschosse aus einer 9mm Waffe, wahrscheinlich aus einer automatischen oder halbautomatischen Waffe abgefeuert. Ich weiß, den Text kennen wir schon. 75%, was haben wir denn noch nie? Mann. Ach ja. Sieht aus wie ein Magazin. Statt da lang zu laufen, naja gut. Ach nee, ein Handy. Foto machen. Klack. Handys, die bei den Opfern am Tatort Deep Coast Rifle Range gefunden wurden. Um an Details zu gelangen, wird eine Datenbanksuche. Das heißt ja, ich darf nachher wieder mit McGee und Abby, genau, Abby. Sorry. Liegt denn hier noch ein Handy? Hier liegen immer noch Patronen. Muss ich in einen anderen Raum gehen? Den hier hinten? Oder liegt hier irgendwie was? Eine Waffe, genau. Das sollte ich fotografieren. Das könnte sie. Muss sie aber nicht. Diese 38er Pistole wurde am Tatort von dem Dieb Dienstwunster gefunden. Eine forensische Analyse wird benötigt. Jetzt kann ich forensisch aussprechen. Sonst noch irgendwas übersehen? Ich meine, man kann ja auch über drei... Ach, ein Handy. Okay.
Also das kann man ja fast als Click-and-Point-Adventure zählen lassen, wie Botanicula und alles. Handys. Achso, kennen wir schon. Die erreicht. Ja, aber googeln kann ich doch nicht alle fotografieren. Ich meine, irgendwas Kleines fehlt mir noch. Ja, ist mir bewusst, aber kann ja nur hier irgendwo sein. Gute Frage, nächste Frage. Was kann ich denn hier noch fotografieren? Hier ist überall schon sowas. Ist das hier Munition? Nein, natürlich nicht. Waffen, Kugeln. Kugeln am Arsch. Kann ich hier irgendwas fotografieren? Nein, sah nur so aus. Schade. Ja, das sehen eigentlich auch als Waffen, ne? Hm? Wenn man es genau nehmen möchte. Ach, ey, das ist bestimmt so offensichtlich, aber ich bin so blind. Na, wo könnte denn hier was sein? Sieht doch als Waffe. Okay, wir bleiben ruhig. Und er kann da unten ruhig liegen bleiben. Und ich glaube, ich gehe dann gleich nochmal zu Ducky. Und spreche ihn nur ein bisschen an. Vielleicht kann er mir ja doch noch helfen. Thank you, Ziva. I have no more need of your help. But I'm sure if you look, you will find other clues here. Das Problem ist, man kann ja noch nicht mal reinzoomen oder so. Dass man von wegen irgendwie mal gucken könnte, ob da irgendwas ist oder nicht. Hm. Pistolen, Waffen. Wo könnte hier was sein? Im Spind kriege ich nicht weiter auf. Licht kann ich auch nichts ändern, in der Tür steckt auch nichts. La 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 la. Einfach über das ganze Bild huschen. Da sind auch die Schüsse. Hier hinten vielleicht nochmal. Ich meine, ja. Aber anscheinend auch nicht. Den Schrank hätte ich eigentlich geöffnet. Die Leiche kann ich auch wieder nicht. Ach, hier. Ah, ich sag doch. So, offensichtlich könnte das sein. Aber gut, Hauptsache ich hab's gefunden. Ja, ja, 9 mm links. Gut, endlich. Hey, Abby. Hi, Ziva. You don't happen to have any 9mm bullets lying around, do you? No. Why? I already used up all mine testing MP5s. I am sorry to hear that. I hope you can find some soon. But in the meantime, we will be sending you a new batch of evidence to process, including some night vision goggles. Score! Night vision goggles. Mine broke last month. Try not to have too much fun. So, jetzt können wir alle gerne raten, warum ihr es kaputt gegangen ist. Weil ich nehme an, das wird hier bestimmt nicht so aufgeklärt. Schreibt's mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwie Gedanken habt von wegen, warum könnte das passiert sein und weshalb. Und ich bin jetzt wieder Ivy und ich hatte irgendwie Spaß mit einem Nachtsichtgerät, was letzten Monat kaputt ging. Und so und so und so. Ist ja nicht so schwer. Aber wenn man es lange nicht macht, dann ist es doch ein bisschen, naja. Fingerabdrücke, ja, es ist klar, weil selten sind ja mal keine nicht, selten sind ja keine drauf. Ja, nach rechts, dann links, und dann abziehen, und dann das, und dann haben wir es doch schon, und guckt noch mehr in die Lüfte, natürlich sind da Fingerabdrücke bestimmt drauf. Ja, nee, wer hat's gedacht? Lass mich raten, hier draußen sind auch Fingerabdrücke? Bestimmt nicht, nein. Rechts klicken, links klicken. Okay, irgendwann kann ich es doch auswendig. Ja, ja, doesn't again. Hat's wieder geschafft. Natürlich Fingerabdrücke. Und ich darf wieder am PC gehen. Ja, suchten. Gut, ja, ich wollte den Fingerabdruck hier reinziehen. Bestätigen jetzt.